Am Anfang denken sie, sie machen eine Straftat, die ist so gut, das ist so gut durchgeplant, einmal und alle Sorgen sind sie los, aber das ist ein Trugschluss. Ich habe das manchmal das Gefühl, die Connection fehlt von Gehirn zur Motorik und das ist irgendwie, weiß ich nicht, lähmend gefangen in eigenem Körper und das ist richtig eklig. Ich war 25, ich habe gerade Staatsexamen geschrieben und dann erfahren sie, dass ihr Bruder vermisst wird und sie erfahren dann auch, dass die Suche eingestellt wird. Ich wusste schon immer, mein Opa ist von den Nazis ermordet worden und mein Vater hat im Kinderheim Ratten- und Mäuseköttel gegessen. Der Betrag wurde immer größer, den die aufgedeckt haben. Und dann ist irgendwann, haben die gesagt, okay, wir haben zwar hier 4 Millionen Euro beschlagnahmt, aber hier fehlen noch 4,7 Millionen. Ich habe die Pille geschluckt, wo ich sehe, wie ist die Wirklichkeit, was ist los. Und ich wusste ab dem Zeitpunkt, ich setze keinen Fuß mehr in irgendeine dieser Gemeinden. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Ob alte Familienkonflikte, begangene Verbrechen oder auch Menschen, die verschollen sind, es gibt Dinge, die verfolgen uns ein Leben lang. Warum lassen sie uns nicht los? Die langen Schatten der Vergangenheit, das ist unser Thema heute hier im Nachtcafé. Und ich freue mich sehr auf Elfriede Moderfrei. 38 Jahre wurde ihr Bruder nach einer Wanderung in den Rocky Mountains vermisst. Vor kurzem wurden nun Knochen von ihm gefunden. Die Vergangenheit holt sie ein und stellt sie vor ganz neue Herausforderungen. Jahrzehntelang hat Mike Handlos ein filmreifes Doppelleben geführt. Vordergründig war er treuer Familienvater und Bankangestellter. Doch im Geheimen hat er Gelder in Millionenhöhe veruntreut, um seine Sadomaso-Sucht zu finanzieren, bis schließlich alles aufflog. Mehr als 15 Jahre hatte Nora Hespers keinen Kontakt zu ihrem Vater. Erst als Erwachsene begann sie, ihn zu verstehen und ihre gesamte Familiengeschichte aufzuarbeiten, mit erstaunlichen Erkenntnissen. Sandra Lusiak war eine kerngesunde junge Frau, bis sie sich vor gut einem Jahr mit Corona infizierte. Es folgte ein langer Leidensweg voller Frust und Rückschlägen. Und bis heute leidet sie unter den Krankheitssymptomen und versucht, sich in ihr altes Leben zurückzukämpfen. Von Geburt an war Natalie Barth Mitglied bei den Zeugen Jehovas und ordnete ihr gesamtes Leben der Sekte unter. Als sie aus der Gemeinschaft ausgetreten ist, brach ihre Familie den Kontakt zu ihr ab und stürzte sie in ein tiefes Loch. Professor Dr. Wilhelm Schmid weiß, warum sich die Schatten der Vergangenheit nicht so einfach abschütteln lassen. Denn unsere Erlebnisse prägen unsere gesamte Identität. Umso wichtiger ist es für den Philosophen, wie wir mit diesen Erfahrungen umgehen. Herzlich willkommen, Herr Schmid. Herzlich willkommen an die gesamte Runde. Wenn wir über die langen Schatten der Vergangenheit reden, hört sich das ja erstmal bedrohlich an. Schatten lassen ja eher so auf negative Erlebnisse schließen. Können denn, was glauben Sie, positive Erfahrungen, tolle Momente auch so lange nachwirken? Also haben Sie das Gefühl, das kann genauso eine Strahlkraft haben? Also ja, ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, ob wir genauso drauf gucken und ob sie uns genauso beschäftigen. Ich glaube, dass wir mit diesen Brüchen uns länger beschäftigen müssen, weil wir versuchen, die irgendwie zu begreifen. Und wo Schatten ist, muss ja auch irgendwo Licht sein. Aber dafür müssen wir eben aus dem Schatten raustreten, um diese Lichtquelle sehen zu können. Reichen diese Lichtstrahlen positiver Erlebnisse genauso weit wie die Schatten der negativen Erfahrung? Nein, im besten Fall können sie die negativen Erfahrungen überstrahlen. Mhm. Und von daher würde ich unbedingt sagen, wenn du lange Schatten der Vergangenheit hast, sollst du unbedingt auch wissen, was ist schön in deinem Leben oder was war schön in deinem Leben, damit das ein Gegengewicht bildet und ausbalanciert. Sie haben Doppelleben geführt, jahrzehntelang. Das hat sie auch in die Haft gebracht, ins Gefängnis gebracht. Sie sind aber dann durchaus wieder an den Ort gegangen, wo sie vorher waren. Es gibt so einen Satz, wenn du versuchst, deiner Vergangenheit zu entfliehen, verlierst du das Rennen. Ist das so? Würden Sie sagen, man muss sich dem stellen, was war? Ja, also um dauerhaft bestehen zu können, hilft es nur, sich der Sache zu stellen. Also ich hätte wegziehen können, ich habe das auch mit meiner neuen Partnerin diskutiert. Sie hat mich dazu ermutigt, dort zu bleiben, weil die Familie dort ist und gute Freunde, die mich auch während der Haft unterstützt haben, auch die Familie, die mich sehr unterstützt hat. Und dann
ist die Entscheidung gefallen, dort zu bleiben und einfach nochmal neu anzufangen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt und einige. Wenn Sie bei den Schwierigkeiten sind und auch bei der engen Familie, bei den Menschen, die uns ganz nahestehen, Frau Barth, Sie waren Zeugin Jehovas. Jetzt ist es so, dass Ihr ganz enges Umfeld, also auch die Familie, Sie nicht mehr sehen will, Sie nicht mehr treffen will. Ist das ein Schatten, der sich irgendwann, wo Sie die Hoffnung haben, dass er sich nochmal auflöst? Ich hatte die Hoffnung sehr, sehr lange, habe sie immer wieder versucht zu begraben, habe Abschiedsrituale gefeiert, habe versucht, das hinter mir zu lassen. Und es sind immer wieder Situationen, wo das einfach hochkommt. Es ist nicht mehr so stark, wie es mal war. Aber ich glaube, das ist was mich ein Leben lang begleiten wird. Unterschätzen wir vielleicht manchmal die Wirkung und den Einfluss, den die Vergangenheit auf unser Leben hat? Also ich habe ihn definitiv unterschätzt. Ich habe mich da lange gar nicht mit beschäftigt. Und ich finde es total wichtig, sich damit zu beschäftigen und sich das anzugucken. Also weil es eine Wirkung auf uns hat, auch wenn sie uns nicht bewusst ist. Aber wenn wir sie angucken, spüren wir diese Verbindung, die das hat. Frau Lusiak, wenn wir uns das Leben von Frau Moder Frei anschauen, 40 Jahre war ihr Bruder vermisst. Was glauben Sie, was das für Auswirkungen haben kann auf die Familie, auf alle, die eng mit diesem Bruder verbunden waren? Also ich kann mir das nur als unfassbar schwere Zeit vorstellen und auch so eine Zeit, die gefühlt nie vorübergeht, weil es ja irgendwie keinen Schlusspunkt gibt, sondern es ist ein damit umgehen lernen und versuchen, irgendwie das Leben aufrechtzuerhalten und trotzdem den Bruder nicht zu vergessen oder einen Haken hinterzumachen, weil die Hoffnung ist ja ständig immer noch da, dass irgendwie was aufgeklärt wird. Und ich stelle mir das, wo man kein absehbares Ende vor Augen hat, ist unfassbar schwer zu ertragen. Sie haben 1983 Ihren Bruder zum letzten Mal gesehen. Können Sie sich an diese Situation überhaupt noch erinnern? Oder ist das schon verschwommen? Das ist schon sehr, sehr lange her, aber erinnern kann ich mich natürlich. Ja. Mein Bruder war mit dem Studium fertig, wir waren beide in München. Und bevor man zu arbeiten anfängt, will man noch mal eine Auszeit haben. Und damals war es einfach Amerika, heute ist es Australien. Mhm. Aber nach 1983 ist man nach Amerika. Und da haben Sie sich noch verabschiedet? Wir haben uns voneinander verabschiedet. Mein Bruder wollte ein halbes bzw. dreiviertel Jahr in Amerika bleiben, wollte Sport treiben, wollte schöne Dinge tun, so wie man das halt macht. So wie man das halt macht, bevor dann die Kralle des Alltags zuschlägt. Ja. Und unglaublich. Was ist denn dann passiert? Was ist ihm da widerfahren? Also mein Bruder ist nach New York geflogen und ist dann zu meinem Onkel, also dem Bruder von meiner Mutter, nach Milwaukee gegangen, war bei denen eine Zeit lang auf Besuch und ist dann zu Studienfreunden nach Colorado. Und da hat er dann bei den Studienfreunden ein paar Tage verbracht. Und er war eigentlich noch gar nicht so lange in Amerika, ist in den Rocky Mountains National Park gegangen und hat da eine Tour gemacht, eine Skitour. Und mit anderen oder allein? Er war am Anfang allein, die anderen wollten nachkommen. Und im Rocky Mountains National Park meldet man sich an, da gibt es ein Buch, da werden sie eingetragen. Und sie müssen zum bestimmten Zeitpunkt nach 3 oder 4 Tagen dann wieder sich abmelden. Hat sich nicht abgemeldet, es wurde nach ihm gesucht und dann wurde er einfach nicht gefunden. Und wie war das? Erinnern Sie sich, als Sie und die Familie davon erfahren? Ja. Und wie ist es dann eingeschlagen bei Ihnen? Also Sie müssen sich das so vorstellen, ich war 25, ich habe gerade Staatsexamen geschrieben. Ja. Und dann erfahren Sie, dass Ihr Bruder vermisst wird und Sie erfahren dann auch, dass die Suche eingestellt wird. Gleich eingestellt? Eingestellt. Sie müssen sich das so vorstellen, Rocky Mountains National Park, da ist ein Sanderpass, der ist auf 3.500 Meter Höhe. Ja. Und da oben taut das Eis nicht weg und der Schnee auch nicht. Und da gibt es Nassschneelawinen. Und es wurde dann gesagt, der Bruder ist zu 90-95% in eine Nassschneelawine gekommen. Und da wird man so zerdrückt wie zwischen zwei Betonscheiben. Und dann ist da auch erst einmal keine Chance, jemanden zu finden. Hat man denn noch irgendwas gefunden von ihm? Also, was weiß ich, einen Rucksack oder Also man hat bei der Suche, hat man zum Beispiel ein Biwak gefunden, dass man gewusst hat, da hat er irgendwo übernachtet, aber man konnte ihn nicht unter dieser Lawine finden. Und wie war das? Also ich stelle mir jetzt vor, Sie kriegen diese Nachricht, Sie wissen, der bricht ins Leben auf.
Ja. Und plötzlich heißt es, die Suche ist beendet. Wie schwer war das, das zu akzeptieren? Also ich sage es gleich, es war einfach der blanke Wahnsinn, wenn Sie 25 sind und Sie wollen gerade ins Leben raus. Ja. Und dann sehen Sie, dass das Leben von Ihrem Bruder einfach also voraussichtlich zu Ende ist. Man hat gesagt, man stellt die Suche ein, weil man davon ausgeht, dass eine Nachschneelawine ihn erfasst hat und dass er einfach gestorben ist. Aber es war nicht sicher. Es war nicht sicher. Das haben Sie ja auch gesagt, man kann nicht richtig abschließen, weil es ist ja nicht richtig sicher. Nein, man konnte nicht richtig abschließen. Das war für Sie schlimm? Wie war das für Ihre Eltern? Auch sehr schlimm. Meine Mutter zum Beispiel ist komplett also daran zerbrochen. Das war ganz, ganz schlimm. Mein Vater hat immer versucht, irgendwie, also beim Einwohnermeldeamt oder irgendwo, hat er halt immer versucht, noch irgendwelche Papiere zu besorgen. Aber es hatte ja alles irgendwie keinen richtigen Sinn. Der Bruder war vermisst und man hat dann nach, ich glaube, 7 oder 10 Tagen die Suche eingestellt und hat gesagt, man findet nichts. Jetzt stelle ich mir vor, und ich glaube, wir alle können denken uns jetzt mal, dann geht eine Woche vorbei, geht ein Monat vorbei und der Bruder ist nicht da. Genau. Haben Sie dann irgendwann für sich gedacht, dann kommt er wahrscheinlich nicht mehr? Also haben Sie irgendwie für sich... Ich würde so sagen, es relativiert sich so komischerweise alles im Leben. Sie nehmen alles sehr ernst, sie nehmen das Leben sehr ernst, sie wollen dann irgendwie bestehen im Beruf und sonst was. Und plötzlich erfahren sie, dass ihr Bruder zu 95% gestorben ist. Und ich muss Ihnen echt sagen, da finden sie das Leben irgendwie seltsam. Mhm. Also der Ernst des Lebens wird das erste Mal richtig auf die Probe gestellt. Und wir haben uns da ganz, ganz lange nicht an den Gedanken gewöhnen können. Sie können sich nie an den Gedanken gewöhnen. Aber er geht von Jahr zu Jahr immer ein bisschen weiter hinter. Wie ist das denn für Ihre Mutter gewesen? Sie haben gesagt, gerade in einem Nebensatz, sie ist daran zerbrochen. Ja. Hat sie sich denn immer wieder auch die Hoffnung gemacht, vielleicht steht er doch irgendwann noch? Ja, das passiert. Und ich habe da auch mal was drüber gelesen oder habe mit Leuten gesprochen, die sich da besser auskennen. Ja. Manche Leute können den Schmerz besser aushalten, wenn sie das Gefühl haben, vielleicht hat er sich nur abgesetzt oder kommt irgendwann noch mal zurück und so. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückkommt, nimmt mit jedem Jahr ab. Mhm. Also es war dann schon irgendwann so, dass auch meine Mutter es ganz vorsichtig zu akzeptieren gelernt hat. Wie gut können Sie verstehen, dass Eltern immer wieder auch an den Sohn denken und hoffen, dass vielleicht doch noch das Wunder geschieht? Also ich habe selbst Kinder und die sind zwar jetzt noch viel kleiner, aber die Kinder bleiben immer die Kinder und man wünscht sich für die Kinder immer nur das Beste und man möchte sich dann auch an jeden Strohhalm klammern. Also man möchte es einfach noch eine Hoffnung haben. Wahrscheinlich, ob es hilfreich ist für die Bewältigung der Trauer, weiß ich nicht, aber ich denke, es liegt in Menschen, in der Natur des Menschen. Ja. Ist es denn auch so, ich habe auch gehört, dass wenn manchmal Kinder nicht mehr in der Familie da sind, dass sie trotzdem noch sehr präsent sind? Ja, sehr. Ist denn Ihr Bruder so ein bisschen der Prinz der Familie geblieben? Also auch, obwohl er gar nicht mehr da war? Ja, sagen wir mal so, in den früheren konservativen Familien war doch das auch ein bisschen so, der Erstgeborene war der Sohn, der Zweitgeborene war die Schwester, hat ja auch gut gepasst und so weiter, ist in Ordnung, aber Sie müssen sich dazu vorstellen, wir waren immer 4 und danach waren wir immer 3. Mhm. Das ist ganz seltsam. Da ist der andere dann doch immer noch präsent, obwohl er gar nicht da ist. Mhm. Das ist aber nicht leicht. Also es ist fast bedrückend. Konnten Sie denn dann so aus seinem Schatten treten? Oder waren Ihre Mutter und Ihr Vater eigentlich von dieser Trauer, von dieser Liebe zu dem Sohn, der nicht da ist, so erfüllt, dass da gar nicht so viel Raum blieb? Doch, da blieb schon für mich ganz genügend viel Raum, aber wir konnten alle nicht damit umgehen. Niemand konnte damit umgehen. Ich nicht, meine Eltern nicht, mein Freund damals nicht. Niemand konnte mit diesem plötzlichen Tod umgehen. Man hört öfter, dass jemand verunglückt oder sonst etwas, aber nicht in der eigenen Familie. So solche ungefähr. Situationen, dass Menschen vermisst werden, das gibt es ja nach Unglücken, das gibt es auch nach Entführung, ganz oft auch in Kriegen. Wie kann man sich von Menschen verabschieden oder eine Haltung zu solchen Situationen finden, wenn sie gar nicht gefunden werden, Herr Schmid? Wir haben es doppelt schwer, weil wir in dieser Zeit leben, die daran gewöhnt ist, dass Leben normal verläuft.
Das ist ja nicht in allen Kulturen der Fall. Ich möchte mal sagen, im Großteil der Kulturen dieser Welt nicht, wo Menschen darauf gefasst sein müssen, von klein auf und von früh bis spät das Schicksal geschieht. Wir haben eine Kultur geschaffen, die Schicksal nach Möglichkeit von uns weghält. Umso wahnsinniger ist es, wenn Schicksal zuschlägt. Ich meine mit Schicksal etwas, das geschieht und dann nicht mehr veränderbar ist. Mhm. Nichts weiter. Wir wissen nicht, ob da jemand was schickt. Ich möchte nur noch ergänzen, wenn ich mir das überlege, ich bin Vater. Und sowas würde mir bei einem meiner Kinder geschehen. Horribler Gedanke. Ja. Aber ich glaube, ich würde da hingehen und würde mich dort irgendwo einmieten und würde jeden Tag von früh bis spät mit meinen eigenen Händen die Erde umgraben. Mhm. War das für Ihren Vater nicht denkbar oder kam gar nicht in Frage, weil er... Ich versuche mal zu erklären, wie das in den Rocky Mountains oben aussieht. Das ist auf 3500 Meter und da schmilzt das Eis und der Schnee nie weg. Sie haben dort nie im Sommer eine freie Fläche. Und jetzt, nach ganz, ganz vielen Jahren, durch die Klimaerwärmung, ist es sogar im Rocky Mountains National Park passiert, dass da oben etwas weggeschmolzen ist. Und nur diesem Umstand ist es zu verdanken, dass ein Wanderer oder ein anderer Tourist die Überreste von meinem Bruder dann auch nach ganz, ganz vielen Jahren gefunden hat. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wären die nie mehr zutage gekommen. Hätte man so viel graben können als Vater, ja, wie man will, bei dieser geschlossenen Eisdecke, ja, man kommt einfach nirgendwo hin. Ja. Wie war das denn? Sie sagen das ja jetzt, wenn Sie schon darüber reden. 38 Jahre, glaube ich, wusste niemand, was los ist. Mhm. Dann schmilzt da das Eis. Mhm. Wie haben Sie dann davon erfahren? Ach, das war genauso wahnsinnig wieder. Ich hatte da gerade eine Operation, weil ich ein künstliches Kniegelenk bekommen habe. Ja. Zu viel Sport gemacht, anderes Thema. Aber ich war in der Reha und plötzlich kommt mein Sohn und sagt, dass über die örtliche Polizei das FBI angerufen hat. Ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, hat irgendjemand was angestellt. Nein, man hat über Interpol oder irgendwo mich gefunden und hat die Überreste von meinem Bruder in Amerika gefunden. Also man hat die Gebeine, ein Wanderer hat die gefunden, dann ist man zum Rocky Mountains National Park gegangen, hat dort die Vermisstenliste angesehen. Weil es hat Leute gegeben, die haben gesagt, was, das ist aber toll, dass die den unter so vielen Leuten rausgefunden haben. Nein, da sucht man die Liste, wer da vermisst wird. Und dann hat man aufhand von einem Zahnabdruck, der 1983 von einem Zahnarzt in Deutschland gemacht wurde und darüber geschickt wurde, konnte man rausfinden, dass es zu 99% sich um meinen Bruder Rudi handelt. Das hat Ihre Mutter aber jetzt nicht mehr? Nein, hat meine Mutter nicht mehr erlebt, weil meine Mutter schon gestorben war. Wie wichtig wäre das für Sie gewesen? Sehr wichtig. Wäre ganz wichtig gewesen für meine Mutter. Wäre wichtig gewesen, dass sie Gewissheit gehabt hätte. Wie war das denn jetzt für Sie? Fast 40 Jahre. Ich meine, so lange leben Sie noch gar nicht. Das ist also eine wirklich lange Zeit. Dann plötzlich kommt diese Nachricht. Also ich muss Ihnen sagen, ich war ehrlich fix und fertig, wie vom Donner gerührt, ja, weil das war so unglaublich. Es war einfach unglaublich. War das also Unglaube oder war da auch noch Schmerz? War da noch Erleichterung jetzt oder dass es endlich dann Gewissheit gibt? Oder? Wissen Sie, das mit dem Schmerz ist ganz verrückt. Mhm. Schmerz geht jedes Jahr ein bisschen mehr in die Akzeptanz über. Das klingt komisch, aber man kann dann damit leben. Mhm. Aber wenn dann plötzlich Gebeine gefunden werden, dann ist der ganze Wahnsinn so präsent, als wenn es gestern gewesen wäre. Mhm. Das war schwierig. Wahrscheinlich auch für andere, die ihn gekannt haben. Ja, für seine Freundin. Er hatte damals eine Freundin. Er ist nach Amerika gegangen. Sie wollte auch noch nachkommen. Es war ja nicht vorgesehen. Ja, es war vorgesehen, dass man einfach ein schönes Leben da drüben macht. Ja. Ja. Konnten Sie denn dann seine sterblichen Überreste nach Deutschland holen und dann sozusagen dieses Ende gemeinsam begehen in einer Abschlussfeier, in einer Beerdigung, so wie es 40 Jahre nicht ging? Also das ist jetzt ein großes Problem, also wirklich ein Problem, weil die USA, Amerika hilft mir, das deutsche Konsulat in Amerika kümmert sich, FBI kümmert sich, alle kümmern sich. Aber die Washingtoner Behörden sagen, es reicht nicht aus, was man an Knochen gefunden hat.
dass man die genaue Todesursache von meinem Bruder feststellen kann. Die müssen erst mal gucken, ob es kein Gewaltverbrechen war? Genau, das wollen sie zuerst gucken. Und wenn sie jetzt keine mehr finden? Ja, die Lawine soll im Sommer wieder umgedreht werden. Es ist unglaublich, weil im Winter liegt zu viel Schnee und im Sommer sind Waldbrände. Also es ist immer sehr, sehr schwierig in dieser Ecke, auch in der Klimaerwärmung. Aber da komme ich leider nicht durch. USA besteht darauf, erst wenn sie einen richtigen Todesursachengrund haben, dann darf man einäschern, die Urne nach Deutschland bringen und hier beerdigen. Wie wichtig ist es denn, sich von Menschen verabschieden zu können? In einer Beerdigung oder in irgendeiner Form von Abschied, offiziellem Abschied? Also ich empfinde es als sehr wichtig. Ich hatte das bei meiner Mutter ja nicht, weil ich das nicht erfahren habe, wie sie überhaupt und wann sie beerdigt werden sollte. Und habe dann für mich noch mal später ein Beerdigungsritual gemacht. Einfach, um für mich das noch mal abschließen zu können, wo ich dann eine Kerze angezündet habe, ein Blumensträußchen aufgestellt und Musik gespielt, mit einem Glas Sekt auf sie angestoßen habe. Aber das war extrem wichtig für mich. Und warum ist das so wichtig für uns, Herr Schmid? Schwer zu sagen. Mhm. Fakt ist, das ist so. Mhm. Für die allermeisten Menschen ist es ein Unruheherd, wenn jemand zu Tode gekommen ist, der ihnen was bedeutet hat, nicht zu wissen, wie, nicht zu wissen, wo, keinen festen Ort zu haben. Die Unruhe, dass diese Überreste irgendwo liegen, ohne mit Würde behandelt zu werden. Dafür sind wir Menschen, dass wir nicht nur im Leben darauf achten, Würde zu haben und anderen Würde zu geben, sondern auch im Tod und nach dem Tod. Das gelingt nicht immer, aber das steckt in uns drin. Ich kenne von vielen Gesprächen her keine Ausnahme. Von daher, ja, darauf kommt sehr viel an. Ja, man hat fast das Gefühl, es wäre gut, wenn man es tun dürfte und könnte, dass man dann noch ein bisschen was tut. Also das ist ja das Letzte, was ich tun kann, dass ich die Gebeine holen kann und beerdigen. Und möglicherweise an der Seite ihrer Mutter fällt mir da sofort ein. Ja. Das mag symbolisch sein, aber wir sind eben auch Menschen, weil wir symbolische Wesen sind. Weil wir Dinge zusammen denken und fühlen können, von denen man objektiv sagen könnte, die gehören aber gar nicht zusammen. Das würde ich auch sagen. Das wäre der schönste Abschluss, wenn ihr Bruder neben der Mutter im Grab liegen könnte. Wenn wir reden über die Schatten der Vergangenheit, wie sehr hat das, was vor 38, 39 Jahren passiert ist, ihr Leben beeinflusst? Das ist eine gute Frage. Die Stimmung war dann einfach so, wie das passiert ist, dass man erst einmal gar keinen Drive hat, irgendwie so richtig voll mit Energie weiterzumachen. Weil das einfach so gnadenlos ist, dass da einfach was abbricht. Und ich sag's so ganz albern, ich konnte vielen Dingen nicht mehr den kompletten Ernst zugestehen. Das klingt jetzt komisch, ich habe dann auch gearbeitet, ich habe auch mein Leben gelebt, das ist nicht der Punkt. Aber man findet manche Dinge einfach, Sie werden das vielleicht erklären können, einfach nicht mehr so wichtig. Es ist so albern, wie ich sage. Die Beziehungen, in denen wir leben, sind ein Gutteil des Sinns des Lebens. Und wenn Beziehungen zerbrechen oder abgebrochen werden oder eben durch Tod enden, dann nimmt das dem Leben Sinn. Und dann können wir nur hoffen, dass es einigermaßen Einbettung gibt in andere Beziehungen, die sie familiär und wie auch immer vielleicht hatten. Aber ja, alles wird relativ, alles andere wird relativ. Weniger wichtig oder sogar komplett unwichtig, weil da steckt der Sinn des Lebens in Beziehungen und insbesondere in Beziehungen der Liebe, zu denen die familiäre Liebe natürlich gehört, die Liebe zwischen Geschwistern in ihrem Fall, ohne jede Frage. Ja. Wir bleiben bei familiärer Liebe. Herr Handlos, Sie haben über Jahrzehnte ein Doppelleben geführt. Sie waren liebevoller Familienvater, Sie waren Bankangestellter, Sie waren sehr aktiv in der Gemeinde, im Sportverein, auch ehrenamtlich. Auf der anderen Seite hatten Sie eine Vorliebe für SM, also für Sadomaso, waren viele, viele Jahre, Jahrzehnte bei Dominas, ohne dass Ihre Familie davon wusste und wurden dann am Ende auch kriminell.
Wenn Sie darauf zurückschauen, vor 25 Jahren, wenn wir über Familie und geliebte Menschen reden, haben Sie Ihre Frau kennengelernt. Bleiben wir erstmal bei der Vorliebe für Sadomaso. Haben Sie ihr dann relativ schnell davon erzählt? Wie war das damals für Sie? Ja, das ist ja so ein Tabuthema oder ist schwierig anzusprechen. Man hat ja immer so eine gewisse Norm, die definiert ist von der Gesellschaft. Und das war am Anfang auch gar nicht so stark ausgeprägt. Also ich habe mit 19 in einer schwierigen persönlichen Situation, nachdem eine Beziehung beendet war, das ausgetestet. Und das hat mir in dem Moment gegen den Schmerz geholfen. Also den Schmerz über den Verlust dieser Beziehung. Und dann meinen sie, okay, das hat ihnen geholfen in der schwierigen Situation, aber bei der Bewältigung von Problemen. Und das ist vielleicht nur eine Phase. Haben Sie auch gedacht, wenn Sie jetzt heiraten, ist es... Genau, sie denken, okay, und das lässt sich so einfach beenden, aber... Der Kopf hat sich gemerkt, wenn du Probleme hast, Stress, Konflikte innerhalb der Familie, im Job, und du hast Probleme, dann hast du ein Ventil, um mit diesen Problemen klarzukommen. Also ich bin ja auch noch in therapeutischer Behandlung und habe da auch viel in vielen Gesprächen mit meinem Therapeuten herausgearbeitet. Also das hätte auch durchaus eine Alkoholsucht oder eine Spielsucht werden können, nur in dem Moment... ist es in diese Richtung gegangen und es hat geholfen in dem Moment. Also man meint dann, das löst deine Probleme oder das gibt dir die Kraft, damit klarzukommen. Haben Sie denn auch überlegt, jetzt bestimmte Elemente Ihrer Vorlieben dann auch mit Ihrer Frau vielleicht ins Sexleben zu integrieren, in Ihr Liebesleben zu integrieren? Das war kein Thema. Ich habe mich da auch immer für geschämt Man hat diese Vorlieben oder man denkt, es hilft einem, aber es entspricht nicht der Norm. Also, und wir neigen dazu natürlich auch Dinge, die unangenehm sind, zu verdrängen. Und dieses Verdrängen hat aber das Ganze einfach nur verschlimmert und verstärkt. Also das heißt, Sie waren im Verein aktiv, in der Gemeinde, überall. Ja. Wusste denn überhaupt irgendjemand? Nee, keiner. Und keiner. Was haben Sie dann gesagt? Also Sie mussten ja zu den Dominas hin. Wo waren Sie dann? Ja gut, ich sag mal, ich habe mir das natürlich dann beruflich organisiert. Also über Seminare, ich war politisch aktiv. Dann haben sie sich einfach noch mal eine Stunde drangehängt oder zwei, haben ein Seminar gebucht, habe das Seminar auch besucht, aber habe natürlich diese Freiräume dann immer gezielt genutzt. War das denn immer die gleiche Domina oder waren das mehrere? Das waren mehrere. Also ich habe immer relativ, das war immer wie ein neuer Kick. Also es mussten immer wieder neue Persönlichkeiten her. Also das war immer so ein... jemanden kennenlernen und das hochstilisieren. Und dann hat es aber ganz schnell die Person an Reiz verloren. Mussten es irgendwann auch mehr sein? Mehr auch, ja. Immer mehr. Und dann verstrickt man sich ja auch. Ne? Also dann entstehen gewisse Abhängigkeiten zu gewissen Personen. Und dann kommen sie da gar nicht mehr so leicht raus. Ne? Also die Personen wissen relativ viel über sie. Und dann wird ein gewisser Druck aufgebaut und... Sie sind wie so ein Hamster im Rad, also und man schafft es nicht auszusteigen, weil man auch zu sich selbst nicht ehrlich ist. Also und man meint, man müsste das aufrechterhalten, einmal das normale Leben und das man andere, ist zu feige, einen Cut zu machen. Das andere Leben nimmt auch immer mehr Raum ein und entsprechend steigt der Druck sozusagen im Kessel auch und im Doppelleben. Ja, auch... ich habe immer diesen Anspruch an mich gehabt, perfekt sein zu müssen. Also ich wollte der perfekte Familienvater sein, der tolle Ehemann, wollte im Job perfekt sein, wollte ein guter Vorgesetzter sein, im Verein aktiv präsent sein, den Leuten auch wieder was zurückgeben und hatte immer diesen Anspruch an mich, alles muss perfekt sein, alles muss gut sein und habe da auch zu wenig an mich selbst, an meine wirklichen Bedürfnisse gedacht und habe mir da selbst einen Druck aufgebaut. Irgendwann kamen dann auch Drogen dazu. Wie ist das passiert? Ja, sie ich meine, durch das Beginnen auch der Straftaten stehen sie auch in gewisser Weise unter Druck. Also vieles läuft im Unterbewusstsein. Welche Straftaten? Das müssen Sie noch. Also ich habe ja bei der Sparkasse dann irgendwann angefangen, 2007 Gelder zu unterschlagen. Fing an mit dem Hausbau und natürlich aber auch das ganze Doppelleben zu finanzieren. Und am Anfang denken Sie machen
eine Straftat, die ist so gut, das ist so gut durchgeplant, einmal und alle Sorgen sind so los, aber das ist ein Trugschluss. Also es war dann halt auch relativ einfach und dann ist die Versuchung einfach so groß des Geldes. Ne? Also ich meine, hat ja auch so ein angenehmes Leben, Urlaube, Auto, alles war so einfach und es ging leider zu einfach und es macht es irgendwo leicht, aber sie bauen sich innerlich Druck auf. Nur damit wir verstehen, um welche Dimension es geht. Wie viel Geld jetzt mal in der Hochphase haben Sie dann bei den Dominas gelassen, so ungefähr im Monat? Also das waren schon mehrere tausend Euro im Monat. Also das waren mal 20.000, mal 30.000. Also das ist schon ein höherer Tausender Betrag. Ja, absolut. Und wie viel Geld kam dann durch die Veruntreuung zusammen? Also insgesamt habe ich 8,7 Millionen Euro unterschlagen, habe aber auch über 4 Millionen noch in Wertpapieren angelegt. Also es entsteht dann auch eine Gier und das heißt nicht umsonst, Geld frisst Hirn oder die Gier macht einen dann und dann immer dieses sorgenfreie Leben. Ich habe dann angefangen, Grundstücke zu kaufen, wahllos, weil ich gedacht habe, ich brauche das, aber man braucht es. Aus heutiger Sicht ist es alles Quatsch. Und sorgenfrei? Also so wie Sie das beschreiben, war das, wie groß war der Schatten, der schon auf Ihrer Familie lag, auch bevor das perfekte Trugbild geplatzt ist? Haben Sie sich noch wohlgefühlt, also in der Familie? Sie fangen an, wirklich in Parallelwelten zu leben. Ne? Also das ist... Mhm. Aus heutiger Sicht für mich auch kaum vorstellbar. Also sie switchen. Ne? Also sie sind zu Hause und denken, alles ist perfekt. Und ich habe das auch genossen mit der Familie. Und auf der anderen Seite machen sie aber Dinge, wo sie genau eigentlich wissen, das ist falsch und verkehrt. Und sie schaden. Und das ist ja das Schlimme. Man schadet ja der Familie letztendlich damit, wenn das Ganze auffliegt. Aber man ist so drin in diesem Doppelleben und wirklich wie ein An-Ausschalter, ne? Also kaum vorstellbar. Sie stehen dann abends wieder vor der Haustür zu Hause und denken, hier bin ich, alles ist gut. Und vor 3 Stunden haben sie andere Dinge gemacht und haben Drogen genommen, wo sie denken, in einer ganz anderen Welt, um diese Sachen aber auch wieder zu verarbeiten. Und dann stehen sie wieder zu Hause und schalten das ab. Das ist kaum vorstellbar. Wie ist das aufgeflogen? Ich hatte ja ein Konto bei einer anderen Bank eröffnet, um die Gelder dorthin zu transferieren. Und die andere Bank hat dann irgendwann eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung. Nach 10 Jahren ist es dann das erste Mal aufgeflogen. Und die haben dann eine Meldung gemacht an unsere Bank. Und am nächsten Morgen standen dann 3 Kollegen von der Revision vor meinem Büro. Da wusste ich, das war's. Also ich habe das Bild noch heute vor mir. Ich bin in den Gang rein und sehe die 3 Kollegen und sage, okay, Ende. Wurden Sie dann auch richtig verhaftet irgendwann? Erst später. Also am Anfang, ich war 7 Wochen zu Hause. Also ich habe das dann mit der Sparkasse aufgeklärt, dann polizeiliche Verhöre. Und auch Ihrer Familie davon erzählt? Ja, die Polizei hat eine Hausdurchsuchung gemacht bei uns. Und sehr unangenehm, wobei die Kollegen das da von der Polizei wirklich moderat gemacht haben und ohne großes Aufsehen. Aber in dem Moment musste ich auch dann sagen, was zu Hause los ist. Ja. Und der Moment der Verhaftung? Wie? Also das war dann 7 Wochen später. Also ich habe dann einen Tag nach der Tatentdeckung versucht, mir das Leben zu nehmen, weil ich einfach Blackout, Kurzschluss, ich habe gedacht, alles ist aus, also das Leben ist vorbei. Habe mir Schlaftabletten besorgt, die genommen. Aus heutiger Sicht bin ich froh, dass es nicht funktioniert hat. Und war dann 7 Wochen in Therapie. Und nach 7 Wochen, der Betrag wurde immer größer, den die aufgedeckt haben. Und dann haben die gesagt, okay, wir haben zwar hier 4 Millionen Euro beschlagnahmt, aber hier fehlen noch 4,7 Millionen. Und dann bin ich nachmittags zu Hause verhaftet worden und das ist so ein ganz schlimmer Moment. Also ich habe telefoniert mit meinem besten Freund und meine Ex-Frau hat telefoniert mit einer
Verwandten und es klingelt an der Haustür und ich bin an die Haustür und zwei Männer in Zivil vor der Tür und sagt, handlos, oder handlos haben sie, glaube ich, gar nicht gesagt, wir sind gegen ihr Auto gefahren, das stand so im Hof und können Sie mal rauskommen. Ich gehe nichts an mit raus und gucke so und denke nur so, da ist ja gar keine Beule. Und in dem Moment kommen noch zwei andere in Zivil aus dem Auto vorgeschossen. Dann hat es schon klack-klack gemacht. Und ja, das war die Verhaftung. Und das, hat Ihre Familie das mitbekommen? Ja, leider. Das lastet schwer auf, wer? Auf wer? Mir. Meine wer? Tochter hat es mitbekommen. Und, wie alt war die? Die war damals 13, beziehungsweise 12. Das verzeihe ich mir auch nicht. Also das ist auch das ist so ein langer Schatten. Und dieses Bild, als ich dann im Auto saß und sie kam noch mal ins Auto weint, das kriege ich auch nicht aus dem Kopf. Also das ist präsent. Was schmerzt da so? Ja, dass sie ihren Vater in Handschellen sehen muss und das ist nicht gut und das bereue ich auch sehr und das ist kaum gut zu machen. Weil so ein Bild von einem Papa und von auch so ein Urvertrauen auch vielleicht. Ja, wir hatten auch ein sehr gutes, wirklich ein gutes Verhältnis und ist so ein richtiges Papakind auch gewesen. Und ja, ich sag jetzt mal auch dann dieses Vorbild nach außen. Mhm. Guter Job, toller Papa und überall angesehen, politisch aktiv im Verein. Mhm. Jeder fand den Papa nett und akzeptiert. Und dann bricht halt diese Welt zusammen und das ist belastet. Und da muss man versuchen, also begleiten wird mich das ein Leben lang bis zum Ende, aber man muss versuchen, trotzdem damit klarzukommen. Also es darf einen nicht komplett kaputt machen, die Situation, weil ich sie nicht mehr ändern kann. Ich kann einfach nur gucken, dass ich in der Zukunft Dinge anders mache oder besser mache. Und Ihre Frau, als die gesehen hat, ja, er war hier bei mir, aber es gab noch das Paralleluniversum mit all dem, Sadomaso, Drogen, Betrug, Kriminalität. Ja, also das hat dann letztendlich dann auch zur Trennung geführt, was ich auch verstehen kann. Und das ist ja auch eine Kränkung ihr gegenüber, absolut. Also das ist klar. Das können Sie auch nicht mehr kitten. Also das ist einfach, da geht nichts mehr. Sie wurden dann verurteilt zu 4 Jahren und 3 Monaten Gefängnis, sind dann vorzeitig entlassen worden. Wie schwer war es danach wieder, Sie sind nicht weggezogen, danach wieder auf die Füße zu kommen? Gerade vor dem Hintergrund die Schatten der Vergangenheit? Ja, am Anfang glaubt man ja, jeder guckt einen an und denkt, oh, das ist der, der das und das gemacht hat. Also vielleicht auch, wenn es gar nicht... Was war eigentlich schlimmer für Sie, die Kriminalität, also das Veruntreuen der Gelder oder dass jeder wusste, welche sexuellen Vorlieben Sie hatten? Ich glaube, das mit den sexuellen Vorlieben, weil also und in der Kombination. Also ich hätte auch in dem Prozess anders aussagen können und man hätte das ein Stück weit wegschieben können. Mhm. Aber ich habe im Gefängnis für mich gesagt, okay, du musst jetzt hier einfach auch, irgendwann muss man sich seiner Vergangenheit stellen. Also man kann zwar immer wieder versuchen, Geschichten aufzubauen oder zu lügen und zu tricksen, aber auf Dauer hilft es einem nicht wirklich. Also und dann habe ich gesagt, okay, und wenn, dann musst du jetzt einfach durch dieses Stahlbad durch und nur dann hast du eine Chance, weiterzuleben. Stahlbad, können Sie verstehen, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, nach 25 Jahren Doppelleben Vertrauen wieder zu fassen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist nicht, ne, ich würde mich als Frau dann auch gekränkt fühlen, aber vor allen Dingen, weil man mir nicht vertraut hat, weil man sich mir nicht anvertraut hat in einem Fall, wo man Probleme hat. Weil das ist ja das, was eine Partnerschaft ausmacht, dass man sich vertraut und eben auch die dunklen Seiten der eigenen Persönlichkeit da darstellt, ne, und nicht jemanden belügt in der Form. Und ich kann das total verstehen, dass das eben auch schwierig ist. Und auch die Person zu sein, die den Schatten wirft am Ende. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass es nicht nur der Schatten sozusagen der eigenen Vergangenheit auf einen selbst fällt, sondern eben auch auf die Familie. Sie haben ja von Ihrer Tochter geredet. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, weil da auch eine Enttäuschung, glaube ich, stattfindet. Ne? Also man hat versucht, dieser Tochter irgendwie ein perfektes Leben
vorzuleben, ihr ist auch, ne, dass es ihr gut geht. Und ich glaube, das ist einfach der Moment, wo man feststellt, ich habe dieses Kind enttäuscht, ich habe mein Kind enttäuscht. Ich glaube, das ist ganz schlimm. Wie war das denn danach, ihr wieder gegenüberzutreten, ihrer Tochter? Also das ist natürlich dann so mit 12 so ein Alter, wo die schon viel, viel verstehen, aber vielleicht doch auch noch nicht alles. Aber die ist die versteht schon sehr viel und sehr gut. Und die hat mir am Anfang dann die Stange gehalten, weil einfach der Papa da ist und hat mich dann auch im Gefängnis besucht. Und dann gab es aber auch mal einen Cut, also wo das sehr schwierig war, was ich auch absolut verstehen kann, dass sie da total enttäuscht ist. Und wir nähern uns jetzt langsam wieder an. Und ich habe auch lange überlegt, gehe ich in diese Sendung oder nicht, weil das wühlt ja noch mal alles auf. Aber es hilft, also man muss sich einfach der Realität stellen und reden und das aufarbeiten. Also es bringt nichts, das wegzuschieben und zu sagen, okay, das ist jetzt passiert und das war schlimm, aber wir reden nicht mehr drüber. Und ich glaube einfach, das akzeptieren, und dann verliert das auch so ein bisschen an Schrecken. Also wenn man die Vergangenheit akzeptiert, ich kann es nicht wieder in der Form gut machen, wie ich es gern gut machen würde, aber einfach sagen, okay, der Schatten ist da, aber ich muss mich der Sache auch stellen. Also schönreden bringt nichts. Hat nicht jeder, Herr Schmidt, auch eine zweite Chance verdient? Ja, immer. Die Frage ist, ob es noch eine dritte und vierte braucht. Weil mit jeder weiteren Chance sinkt die Bereitschaft der Umgebung, die Chance auch zu gewähren. Von daher unbedingt die zweite Chance nutzen. Was glauben Sie, Frau Mutterfrei, was in so einem Dorf dann passiert? Ja, ich kann mir vorstellen, dass da erst einmal Sie ein No-Go sind. Übrigens, was ich auch nicht ganz verstehe, wie kann eine Bank 10 Jahre etwas nicht merken? Entschuldigen Sie bitte, ich meine ein Jahr, 2 Jahre, man hat jedes Jahr Bilanzen und sonst etwas. Das hätte Ihnen nämlich geholfen, glaube ich, wenn man es früher gemerkt hätte. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich schwierig ist, wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen. Wie ist es im Dorf? Wie schwer ist es, da wieder einen Fuß auf den Boden zu kriegen nach so etwas? Also, Sie müssen rausgehen, Sie müssen sich der Sache stellen. Und man muss auch akzeptieren. Also, es gab viele Leute, die sind auf mich zugekommen. Schön, dass du wieder da bist. Also, wo ich auch über. Also, das tut gut. Mhm. Man weiß natürlich nicht, was die Leute wirklich zu Hause über einen denken oder reden. Und es gibt Personen, die haben sich von mir distanziert, wo ich auch immer sage, das ist deren gutes Recht. Ist einfach so. Man sieht auch, was sind echte Freunde, was ist wirklich Familie wert, die zu einem stehen. Mhm. Und man muss sich der Sache stellen und man muss aber auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die einem das nicht verzeihen oder einfach dann da ihr Bild haben. Und man muss sich dann auf die Leute konzentrieren, die einem die Hand reichen. Und das tut gut. Also es kostet Überwindung am Anfang. Und mit jeder positiven Begegnung von Personen, die schönes Beispiel, ich bin ja dann wieder in meinen Heimatort gezogen, also wo ich geboren bin. Und die Nachbarn, die schon immer neben uns gewohnt haben und mit denen wir eng verbunden sind, die sagen, oh Mann, Mike, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und sie sagte, egal, du bist immer mein Nachbar, egal was da jetzt gewesen ist. Und du bist unser guter Nachbar. Und das sind so Dinge, wo man da freut, das freut einen und das tut gut. Und das gibt dann einem auch Kraft, dass man weitermacht. Also ich weitermache. Wie sieht es heute aus mit SM, Dominas, Drogen und all dem? Das ist komplett kein Thema. Und man kann davon relativ. Also die Haftzeit macht natürlich da auch erstmal einen harten Cut, ganz klar. Und man muss aber an sich arbeiten. Also das ist ein Herausarbeiten, warum hat man gewisse Dinge getan. Also es ist ein weites Zurückgehen auch in Kindheit, wo auch Sachen schwierig waren, falsch gelaufen sind oder weniger gut gelaufen sind bei mir. Und alles hat irgendwo einen Grund, eine Ursache, ganz viel begründet in der Kindheit und in dem, was man Kindheit und Jugend erlebt hat. Und das ist vergleichbar wie mit einem Alkoholiker, der halt nicht mehr zur Flasche greift und sagt, wenn ich eine Stresssituation habe, dann
setze ich mich aufs Fahrrad oder ich erarbeite mir Strategien, um anders klarzukommen und andere Dinge, aber auch, die ich jetzt mit anderen Augen sehe, andere Dinge sind wichtiger und sich an kleinen Sachen erfreuen. So diese Kleinigkeiten ist, wenn ich mit meinen zwei Söhnen 3 Stunden hinterm Haus Fußball kicke, dann gibt mir das so viel und das ist so wertvoll. Mhm. Dann relativieren sich auch viele andere Dinge, die auf einmal total unwichtig geworden sind. Ist das mit den Schulden? Wenn wir über die Schatten sprechen, wie viele Schulden sind denn noch da? Ja, ich habe die Tage mal einen Saldo angefordert zum 31.12. Also ich denke mal, das sind noch 3,5 Millionen bis 4 Millionen. Das ist utopisch. Also das ist utopisch, das zurückzuzahlen. Man muss dann einfach mit kleinen Brötchen backen, leben und das geht. Das geht. Ihre Partnerin ist mit Ihnen in das Dorf gezogen. Sie haben es gerade angedeutet. Was bedeutet Ihnen das, dass sie Ihnen da die Hand gereicht hat? Ja, das ist unbezahlbar. Also auch, dass sie dieses Vertrauen, also wir kennen uns eigentlich seit 12 Jahren, aber nur flüchtig. Und ich habe hier aus dem Gefängnis raus einen Brief geschrieben. Wir haben uns einmal gesehen und ich habe ihre Adresse noch im Kopf gehabt und habe ihr einen Brief geschrieben aus dem Gefängnis raus und in der Hoffnung, vielleicht kommt er an. Und dann habe ich 7 Monate nichts gehört und dann habe ich gedacht, okay, ja, wird seinen Grund haben. Die hat vielleicht auch mal gegoogelt und 7 Monate nichts gehört. Und an Weihnachten 2018 kam ein Brief von ihr nach 7 Monaten. Das war das schönste Weihnachtsgeschenk. Sie freuen sich im Gefängnis über jeden Brief. Und dann haben wir regen Schriftverkehr. Und dann hat sie irgendwann gesagt, sie möchte mich gerne besuchen. Sie hat in Trier gewohnt. Und Trier nach Hünfeld, das sind weit über 300 Kilometer, für eine Stunde besuchen. Also sie hat da sehr viel auf sich genommen. Und sie sagt auch, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und das ist unbezahlbar. Ohne das alles zu relativieren, was Sie getan haben. Aber gibt es ein Leben ohne Schatten, wenn wir über die Schatten der Vergangenheit reden? Nee, das eben nicht. Und auch da gilt, unsere Kultur macht uns weiß. Und wir sind nicht ganz unschuldig, weil wir wollen es auch gerne so sehen, dass es überhaupt gar keine Schatten gibt. Aber es gibt kein Leben nur im Licht für nicht einen Menschen. Insofern wäre es schon hilfreich, uns mit uns selber zu verständigen. Kann ich das grundsätzlich anerkennen, dass Leben immer Licht und Schatten ist? Und dann haben wir es vielleicht in dem Fall, wenn Schatten auftauchen, etwas leichter, weil wir eben nicht von ganz oben nach ganz unten stürzen. Frau Hespers, die deutsche Geschichte hat Ihre Familie über Generationen geprägt. Und erst nachdem Sie diese Geschichte aufgearbeitet haben, Ihre Familiengeschichte, wissen Sie, wie sehr das passiert ist. Fangen wir mal mit Ihrem Vater an. Sie hatten kein einfaches Verhältnis zu Ihrem Vater. Wie würden Sie, waren auch mal 15 Jahre von ihm getrennt, hatten keinen Kontakt. Wie würden Sie ihn als Menschen beschreiben? Oh, der war ein unglaublich schwieriger Mensch, also auch gerade für ein Kind. Man muss dazu wissen, mein Vater ist 1931 geboren, meine Oma mütterlicherseits 1932. Also mein Vater war, als ich klein war, schon so alt wie bei vielen anderen die Großeltern. Mhm. Das war schon an sich komisch. Dann hat er der Wandervogelszene angehört. Das ist so ein bisschen alternativ, ne? Wird viel gesungen und so. Wir hatten immer, ja, was für normale Menschen, komische Leute sind zu Hause und so. Also wir wurden eh immer schon schräg angeguckt und ich habe mich häufig für meinen Vater geschämt. So, das glaube ich in der Öffentlichkeit, das kann man schon so sagen. Weil das so ein Typ war, der sich gerne in den Mittelpunkt gestellt hat, da auch gerne hat feiern lassen, aber da war auch sonst für niemand anderen Platz und hat diesen Platz auch wirklich gut verteidigt. Also so einen richtigen nahen Kontakt, wie man sich das manchmal so vorstellt, Tochter, Vater, hatten Sie nicht eigentlich? Nee, also ich hatte häufig das Gefühl, dass ich nicht genug bin, ne, dass ich nicht genug bin, um irgendwie von ihm
ja, geliebt zu werden als Tochter. Ich habe das natürlich versucht zu kompensieren. Ne? Ich war super gut in der Schule. Ich habe das Musikinstrument gespielt, das er für mich vorgesehen hatte, nämlich Akkordeon. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man in den 80ern Akkordeon gelernt hat, gehörte man auch nicht zu den coolen Kids in der Schule. Ja. So, also dann war ich auch noch so ein Nerdmädchen. Das war eh alles schon ganz schwierig. Und da war er einfach keine Stütze. Und er war auch nie ein Vater, der sich gekümmert hat. Also das war jetzt nicht der Vater, zu dem man nach Hause kommen konnte, wenn was passiert ist, der einen in den Arm nimmt und sagt, macht nichts, lass die alle reden, wir kommen da schon durch. Sowas kannte ich nicht, sowas hatte ich nicht. Ihr Vater war ein Kind des Krieges, der Kriegsgeneration und auch der NS-Geschichte. Was würden Sie sagen, wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern? Was hat er da immer wieder an Erinnerungen hochgeholt, was Ihnen haften geblieben ist, was ihn offenbar geprägt hat? Er hat halt ganz viel aus seiner Zeit erzählt, als die Familie schon untergetaucht war, 42 in Belgien. Da sind die in einem Kinderheim untergetaucht. Mein Vater wurde da so als einer der Jungs untergebracht. Mein Opa war der Hausmeister, meine Oma hat da gekocht, ohne Kochkünste. Außerdem gab es auch nichts zu kochen, von daher war das irgendwie so eins. Und seine Lieblingsgeschichte war, wie die Jungs immer den Hafer verlesen mussten, damit man Mehlsuppe machen konnte, aber da keinen Bock drauf hatten. Und dieser Hafer war verunreinigt mit Mäusen und Rattenkötteln. Und den haben die halt drin gelassen. Und dann gab es halt Haferbrei mit Strontjes. Strontjes sind halt Scheißerchen. Das sind die Ratten. Das so, ich habe mir das früher vorgestellt wie so Schokostreusel. Also man ist halt ein Kind, ne? Man versucht das ja irgendwie so. Und das waren so diese kuriosen Geschichten, die er erzählt hat. Oder hat halt mit großer Geste erzählt, wie sie meinen Opa am Fleischerhaken erhängt haben. Und dann kriegt er immer so große Augen und hatte so Theaterdarstellerposen drauf und so und hat das dann so gezeigt. Und das heißt, ich wusste schon immer, mein Opa ist von den Nazis ermordet worden und mein Vater hat im Kinderheim Ratten- und Mäuseköttel gegessen. Aber ich meine, das ist ja was Dramatisches und Traumatisches. Der Großvater, sein Vater, erhängt. Hatte das trotzdem für Sie irgendwas Distanziertes durch diese Art, wie Sie gesagt haben, Schauspiel, durch diese Darbietung? Ist das da nicht wirklich an Sie rangegangen? Das kann nicht an einen rankommen, weil man aber auch viel zu klein ist. Also ich habe die Geschichten ja schon gehört, da war ich so klein, dass ich gar keine Vorstellung davon hatte. Was heißt denn Tod? Was heißt denn Sterben? Was heißt denn Erhängen? Wir leben ja nicht in einer Kultur glücklicherweise hier, wo Menschen erhängt werden, weil sie politisch verfolgt sind. Das heißt, man kann das überhaupt nicht begreifen. Ich habe das auch später übrigens nicht zusammengebracht. Man guckt dann so einen Western und dann in diesen Westernfilmen werden ständig Leute erhängt. Aber ich hatte nie das Bild, dass das auch mein Opa hätte sein können. Ich habe das nie zusammengebracht, dass das im Prinzip die gleiche Handlung war. Und das hat wirklich erst viel später stattgefunden, dass ich das begriffen habe, dass das keine Dönekes, also Anekdoten sind irgendwie, sondern dass das echtes Leben war. Ja. Sie haben dann irgendwann diese Zeit gehabt, als Sie keinen Kontakt mehr hatten. Warum war da kein Kontakt mehr? 15 Jahre? Weil mein Vater sich auf sehr unschöne Art von der Familie verabschiedet hat. Er hat halt 4 Tage vor Weihnachten einfach einen Brief auf den Tisch gelegt und war nicht mehr da. Also hat dann darin vor allen Dingen meine Mutter angeklagt, dass sie schuld sei an der Trennung. Und das konnte aber jeder lesen und der war auch gar nicht so persönlich geschrieben, sondern eher so in diesem Duktus, hiermit tue ich kund, um zu wissen, dass ich die Familie verlasse, also auch in so einer ähnlichen Theatralik. Und dann war der weg und hat uns da sitzen lassen und hat dann auch noch versucht, meiner Mutter die Existenz zu zerstören, das muss man einfach so sagen. Und es war schon klar, dass sie sich auch um die Kinder kümmern muss. Und das habe ich ihm richtig übel genommen, weil ich finde, wenn man ein Vater ist, dann kann man nicht einfach abhauen und seiner Frau zum einen die Verantwortung für die Kinder überlassen, aber dann auch noch parallel versuchen, ihr die Existenz zu zerstören, damit die eigene Erzählung aufrechterhalten wird, dass sie schuld an der ganzen Nummer ist, obwohl er eigentlich weg wollte. So. Und da haben Sie eigentlich für sich innerlich an den Vater gesagt, der hat sich als Vater disqualifiziert, danke, tschüss. Ja. Irgendwann haben Sie dann aber doch wieder Kontakt aufgenommen. Warum? Was? In welcher Situation? Mein Vater hat, der hat irgendwie eine komische Krankheit bekommen. Der war irgendwie psychisch total fertig. Also man konnte auch nicht so richtig wissen, was das ist. Hat er jetzt Demenz? Hat er Alzheimer wie seine eigene Mutter? Das war nicht so richtig klar. Aber der hat total abgebaut. Also der ist ganz dünn geworden, der wollte nicht mehr essen. Der hatte ständig Angst, dass er vergiftet wird. Hat versucht, sich in Kliniken einweisen zu lassen, war depressiv. Und mein Vater war jemand, der in jeder Sekunde die Bühne gesucht hat. Der stand immer im Mittelpunkt, der hat immer gesungen, erzählt, ob die Leute das wollten oder nicht. Aber überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Und das war alles weg. Und dann
dachten eigentlich alle in der Familie, okay, das war's, der stirbt jetzt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na ja gut, wer bin ich, dass ich ihn jetzt irgendwie so im Bösen gehen lasse? Wir können die Vergangenheit nicht ändern, die ist halt passiert. Mhm. Und was ich ihm jetzt noch geben kann, ist zu sagen, weißt du was, war alles scheiße, aber wenn er jetzt gehen muss, dann, ne, lass uns das in Frieden machen. So. Das wird kein Verhältnis mehr. Und wie war das dann, als Sie sich dann nach so langer Zeit begegnet sind? Das war insofern seltsam, weil ich nicht dem Mann begegnet bin, der die Familie verlassen hat. Also der hatte ja eine sehr raumgreifende Stimme, der hatte einen großen Brustkorb mit viel Resonanz. Mhm. Und da saß ein kleiner Mann mit dünner Stimme vor mir, der irgendwie ja, gar nicht präsent war, überhaupt nicht. Und ich habe ihm dann so eine, keine Ahnung, irgendeine bescheuerte Geschichte, völlig belanglos eigentlich, von früher erzählt, wo er mich verletzt hat. Und dann hat er einfach nur gesagt und mich angeguckt, aber gesagt, es tut mir leid, dass ich dich da so verletzt habe. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, ist okay. Wenn du das anerkennen kannst, also wenn du mich in diesem Schmerz sehen kannst, den du mir zugefügt hast, kann ich dir verzeihen. Die waren ihm vielleicht sogar zum ersten Mal nah, kann man das so sagen? Ja, es war jetzt nicht so eine Hollywood-Szene, nee, sondern das war... Aber ein bisschen näher gekommen, sagen wir mal so? Nee, ich glaube, ich bin weich geworden. Also ich hatte also so eine Verhärtung, würde ich das nennen, ne? So eine emotionale Verhärtung, dass ich gesagt habe, hier, ich habe eine Grenze gezogen, du verletzt mich nicht mehr. Mhm. Und an der Stelle war diese Verletzung ja anerkannt von ihm. Das heißt, er hat auch diese Grenze anerkannt und ich musste nicht mehr Angst haben, dass er die nochmal überschreitet. Mhm. So. Und ich glaube, da kann man dann weich werden und auch sagen, okay, dann, das kann ich dir jetzt verzeihen. Sie haben dann auch Ihre Familiengeschichte aufgearbeitet. Sie haben dann irgendwann realisiert, was mit Ihrem Großvater passiert ist. Nun ist das eine Riesengeschichte, wenn Sie die beschreiben würden. Aber wenn Sie uns mal kurz erklären würden, wer ist denn Ihr Großvater, von dem Sie eigentlich nie so ein richtig greifbares Bild hatten? Also mein Großvater wurde geboren als Theodor Franz Maria Hespers in Mönchengladbach und der war Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten. Und zwar war er ein katholischer Widerstandskämpfer, linksorientiert. Also ne, es gab ja so eine soziale Strömung innerhalb der katholischen Kirche beziehungsweise der Anhänger der katholischen Kirche. Die Kirche hat sich ja da leider nicht so mit Ruhm bekleckert zu Beginn des NS. Genau, und für ihn war schon sehr früh klar, dass die NSDAP eine Gefahr ist, hat die schon sehr früh bekämpft, war so Gegenredner auf Veranstaltungen und mein Opa wurde am 9. September 1943 in Berlin-Plötzensee in den Blutnächten von Plötzensee erhängt. Und damit war aber die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende, weil das NS-Regime bestehen blieb. Mönchengladbach wurde mit Bomben von den Alliierten angegriffen. 1944, ich glaube, am 30. September gab es einen großen Angriff, in dessen Folge mein Vater verschüttet war. Er hat dann damit erlebt, wie seine Tante neben ihm gestorben ist, musste auch wieder flüchten. Also bis dieses NS-Regime zu Ende war, hatte mein Vater schon so viele Traumata angesammelt. Dass Sie das jetzt wissen, dass Sie ein Bild haben von Ihrem Großvater, dass Sie ein Bild haben von dem, was Ihr Vater wirklich erlebt hat, wie sehr hat das Ihren Blick auf sich selbst und auf Ihren Vater verändert? Also ich erkläre mir das so, dass eigentlich das NS-Regime schon meinen Vater verunmöglicht hat. Ja, also diese Kinderseele war so zerstört, dass die nie hätte eine Vaterrolle erfüllen können. So, das heißt, ich kann ihn da so ein bisschen aus der Schuld rausnehmen, auch wenn ich ihn nicht aus der Verantwortung rausnehme, sich da nicht gekümmert zu haben. So, das bleibt bestehen. Aber ich bin ihm nicht mehr böse, dass wir keine Beziehung hatten. Und ich kann einfach erkennen, das ist nicht meine Schuld. Ne? Kinder denken immer, es dreht sich alles um sie. Und natürlich sind Kinder dann auch schuld, wenn sie keine Beziehung zu den Eltern haben. Und das auflösen zu können, war eine Erleichterung. Es ist traurig, weil es auch heißt, wir haben keine Beziehung, keine Vater-Tochter-Beziehung. Aber es ist erleichternd, weil ich nicht schuld bin. Also ich habe das nicht kaputt gemacht, weil ich ein schlechter Mensch bin, sondern da ist einfach sehr viel vorher kaputt gegangen. Sie haben auch ein Buch über das alles geschrieben. Hat Ihr Vater das noch miterlebt? Nee, das hat er nicht mehr miterlebt. Aber ich hatte ja vorher schon einen Blog und einen Podcast und das hat er noch miterlebt. Und das war ihm auch total wichtig, weil er im Prinzip gesagt hat, du bist diejenige, die das Familienerbe in dieses digitale Zeitalter rettet. So, das heißt, es war dann auch aber klar meine Verantwortung, das zu tun. Das war auch schon die Erwartung. Wie sehr wirken Familienerlebnisse manchmal über Generationen nach? Ja, wir sind unsere Geschichte und unsere Geschichten. Und das sind nicht nur unsere persönlichen Geschichten, die wir selber erleben, sondern das sind selbstverständlich auch die Geschichten, die vorher waren.
die sich auch, in Ihrem Fall sind sie ausgesprochen worden, auch recherchierbar geworden, die können auch im Verborgenen bleiben und die werden aber trotzdem gespürt. Da gibt es sehr, sehr viele Erkenntnisse darüber. Und in den meisten Fällen werden die richtig gespürt. Also Sie haben immerhin den Vorteil, dass Sie das recherchieren konnten. Und in dem Fall. In jedem Fall. In diesem Fall konnte ich es recherchieren. Fall. In anderen Fällen kann ich es halt nicht recherchieren. Und auf die Weise haben Sie eine bessere Auffassung davon, wer Sie sind. Denn selbstverständlich leben Sie in der Linie dieser Geschichte. Also würden Sie es eigentlich uns allen empfehlen, mal zu überlegen, was haben eigentlich meine Vorfahren erlebt, um uns besser zu verstehen? Wenn Sie spüren sollten, da ist irgendwas verborgen, da gibt es, dieses Gespür gibt es, dann dem nachgehen, ja, das ist schon sinnvoll. Es gibt in der Familientherapie eine Vorgehensweise, die heißt Familienaufstellung. Und da kommen erstaunliche Dinge zum Vorschein. Das ist umstritten, aber mir scheint das doch eine sinnvolle Sache zu sein, weil da tatsächlich auch verborgene Geschichten zum Vorschein kommen. Wie auch immer das geht, ich nehme schon an, dass es zwischen Menschen unterschwellige Verbindungen gibt, die nicht einfach offen zutage liegen und die wir mit unserem Gespür aber sehr gut erfassen. Frau Lusiak, Sie haben in Ihrem Leben lange viel Licht gehabt, muss man so sagen. Aber Sie haben auch erfahren, was es heißt, wenn eine Krankheit plötzlich ins Leben fällt. Und auch die Unsicherheit gespürt, was es heißt, nicht zu wissen, wie lang der Schatten dieser Krankheit eigentlich ist. Sie haben sich im Dezember 2020 mit Corona infiziert. Aber erzählen Sie erst mal, wie sah denn Ihr Leben vorher aus? Beschreiben Sie uns mal. Bevor ich erkrankt bin, da würde ich mich eher so als flexibel, lustig, lebhaft, ein bisschen Workaholic-mäßig beschreiben. Also ich war viel auf Achse, war viel arbeiten, habe neben dem Hauptberuf noch eine Fachweiterbildung gemacht, gleichzeitig noch einen Nebenjob, daneben noch meine Freunde und Familie gehabt. Und Leidenschaften, also, was haben Sie gerne gemacht? Rausgehen, Partys? Ja, genau, rausgehen, feiern, Musik konsumieren, auch auf Festivals und auf Outdoor-Konzerten. Bin reisen gegangen, habe das dann irgendwann für mich entdeckt. Habe davor in Feriencamps als ehrenamtliche Mitarbeiterin gearbeitet und habe dann den Kindern einen schönen Urlaub beschert und immer viel gegeben, viel gemacht. Und Als Sie sich dann durch Ihren Beruf als Krankenpflegerin infiziert haben, wie lange dachten Sie da so, dass Sie ausfallen? Wann dachten Sie, können Sie wieder loslegen mit der Arbeit, mit Ihrem Leben, so wie es bisher? Ach, 3 Wochen. Also ich habe, damals war ich ja 30, sportlich, gesund, gesundes Immunsystem, wie man jetzt immer so schön sagt, und habe mich infiziert und habe dann gedacht, ja klar, trifft mich das. Ich bin im Krankenhaus, ich arbeite damit und dann liege ich halt 2, 3 Wochen flach, komme danach wieder und alles ist gut, ne? Wir kennen ja auch viele, denen genau das passiert ist in ihrem Alter. Ich glaube, kennen wir alle einige mittlerweile, ne? Und manche merken gar nichts, manche sind dann nach 1, 2, 3 Wochen wieder fit. Ja. Wie und wann haben Sie gemerkt, dass Sie zu denen nicht gehören, sondern dass es bei Ihnen problematischer verläuft? Ich fand schon meinen akuten Infektionsverlauf, also man spricht ja von so einer Akutphase von 4 Wochen von der Ansteckung her, das fand ich schon irgendwie heftiger. Ich habe schon gemerkt, dass mein Körper sehr viel doller reagiert, also mit viel müde, sehr viele Schmerzen, Fieber immer relativ hoch, sodass ich das immer runterdrücken musste. Fieber, was immer wieder kommt. Und also irgendwie kein Tag dazwischen, der irgendwie mal verspricht, dass wir uns auf dem Ende der Erkrankung bewegen, sondern irgendwie die ganze Zeit weiter, konstant, auch dass die Tage ineinander verlaufen sind, dass ich auch keine Kraft mehr hatte zu essen und zu trinken. Also ich wohne alleine und musste dann für mich sorgen und das hat nicht mehr so gut geklappt. Bin dann auch jeden Tag vom Gesundheitsamt angerufen worden und die haben auch immer gehört, wie schlecht es mir geht. Dann kam auch mehrfach der Notarzt vorbei oder die Notärztin, haben mich dann zu Hause untersucht. Immer mit dem Hintergrund, wir fahren vielleicht gleich ins Krankenhaus, aber es ist kein Bett, deswegen schwierig. Gucken wir mal, wie lange das noch geht. Und ja, dann kam ich halt einmal ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, in mein Krankenhaus, wo ich auch arbeite, kannte den Arzt, der mich untersucht hat und habe dann halt gesagt, ich
Also weil die Notärztin zu Hause schon im Flur telefoniert hat mit, haben wir noch ein Intensivbett frei? Und das hat ziemlich Panik in mir ausgelöst. Und wo dann der Arzt in der Notaufnahme kam, habe ich gesagt, ich muss wieder nach Hause. Wir peppeln mich jetzt auf und ich will nicht auf Intensiv und ich gehe hier gleich wieder raus. Und das war dann 7 Stunden später auch so zum Glück. Also ich wurde nach Hause gefahren. Und dann habe ich eigentlich ja, versucht, das irgendwie mich so zu behandeln, wie ich meine Patienten behandle. Also habe mir so einen Plan gemacht. Aber Sie kannten ja die Sorgen und die Ängste von Patientinnen und Patienten. Ja, also zum Beispiel auch, dass die Krankheiten chronisch werden und nicht mehr weggehen. Oder auch bei Krebspatienten, selbst wenn sie dann als geheilt gelten, dass die Krankheit vielleicht nochmal zurückkommt. Wie war das jetzt plötzlich selbst, in so einer Situation zu sein, nicht zu wissen, wie es gesundheitlich weitergeht für Sie? Ich glaube, das ist somit das Schwerste, was ich bis jetzt irgendwie so erleben musste. Ja. Also dieses, bis jetzt habe ich immer nur begleitet und auf einmal bin ich die da drin steckt. Und also ich finde das auch schwierig, mich irgendwie vorzuwagen in so Zukunftsträume oder was plane ich oder wann glaube ich, wann das vorbei ist. Weil wenn ich darüber nachdenke, habe ich halt keine Antwort darauf. Und das finde ich schwierig, damit umzugehen. Sie waren ja dann auch in der Reha und es ging Ihnen phasenweise auch mal wieder ein bisschen besser. Bisschen zumindest. Mhm. Aber springen wir mal ins Heute. Wie geht's Ihnen denn heute? Welche Einschränkungen haben Sie heute noch? Also dieser ganze Krankheitsverlauf, der hat ja nie abgenommen, sondern es ist so ein wellenförmiges Auf und Ab. Mhm. Und bis vor 5 Tagen war ich noch auf einem ziemlich guten Hoch. Mhm. Seit Montag geht es wieder bergab. Und also das spiegelt sich wieder. Bei mir ist halt Lunge vor allen Dingen angegriffen worden und das Hirn. Also ich habe Konzentrationsschwächen, musste rechnen noch mal komplett lernen. Also alle Zahlen waren weg, dass ich nicht mehr wusste, was ist größer, was ist kleiner, was ist Plus, was ist Minus, wie geht das überhaupt? Dann Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, ne? So mit 30 auf einmal wieder sich neu diesen Dingen stellen. Ja, das ist schon also erschreckend. Und das ist halt in der Reha aufgefallen. Und da war es genau richtig, dass dann halt andere Long-Covid-PatientInnen mit mir da waren, die sagten, mach dir nichts draus, kann ich auch nicht mehr. Mhm. Also und da irgendwie so einen Rückhalt zu kriegen und Leute zu erfahren, die mich zu 100% verstehen. Weil bei Ärzten habe ich das zwar geschildert und dann kam immer so ein, ja, das ist interessant. Aber das war es dann halt. Und mehr hat man nicht gekriegt, außer die nächste Krankschreibung. Und war so, danke. Was sagen denn die Ärztinnen und Ärzte? Also einmal gibt es eine Prognose, wann es ihnen wieder besser geht? Oder sagen die, mit manchen Einschränkungen müssen sie zu leben lernen? Solche Sätze kommen dann ja auch manchmal. Wie ist da der aktuelle Stand? Also Prognose, wann es besser wird, gibt keiner. Bis jetzt sind wir alle in einer beobachtenden Funktion. Und ich werde regelmäßig einbestellt für Fragebogen und Check-ups. Mhm. Einer hat mal gesagt, dass wenn das jetzt länger als ein Jahr von Infektionen andauert, dann ist das chronisch. Und deswegen war immer der Dezember 2021 so mein Knackmonat, wo ich gedacht habe, bis dahin muss das wieder laufen. Jetzt läuft es nicht und ich bin immer noch krank. Und jetzt ist natürlich diese Wolke von, okay, du bist jetzt chronisch krank. Und wie sieht das denn dann aus in 5, 10, 15 Jahren? Ich hatte ja Pläne, also ich hatte ja andere Sachen vor, als jetzt irgendwie die nächsten Jahre krank zu sein. Ich meine, das ist ja, wie schwer ist das dann zu akzeptieren? Sie sagen das, Sie hatten Pläne, ne? Das ist ja noch nicht lange her. Mhm. Dezember 2020, da war es Party, halb Workaholic, Leidenschaften, mit Freunden rausgehen. Und jetzt sind es keine 1,5 Jahre später. Wie schwer fällt es Ihnen, das auch innerlich zu akzeptieren, dass es jetzt so ist? Ich glaube, ich bin noch weit weg von Akzeptanz. Mhm. Also ich bin jetzt gerade in meinem Recherchemodus und guck nach Studien, nach Behandlungen, wende mich an super viele Ärzte in Deutschland und teilweise sind die halt zurückhaltend und sagen, ja, wir haben noch keine Evidenz darüber, man weiß noch nicht, wie gut die und die Therapie eventuell vielleicht helfen würde und ich bin dann eher so auf der Meinung, ich weiß, dass wir das nicht wissen, aber lass mal probieren. Mhm. Also gerne. Wenn es dann hilft, dann hilft es. Wenn nicht, dann auch nicht. Ne? Ist ja okay, aber wenigstens habe ich was probiert. Weil ich habe schon dieses, ich muss was tun. Also ich kann mich nicht zurücklehnen und gar nichts machen, sondern ich muss das Gefühl haben, dass ich gerade alles gebe, was ich kann. Stellen Sie sich vor, wie schwer mag das sein,
wieder was zu tun, wieder positiv zu denken. Weil sie werden permanent ausgegrenzt und also von dem Wunsch, dass sie was tun können und sie können überhaupt nichts dafür. Ja. Sie haben ja gar nichts gemacht. Es ist auf sie hingefallen. Das finde ich wahnsinnig schwer. Ja. Da hadert man, glaube ich, ganz brutal mit dem Schicksal. Das, was Sie auch schon mal gesagt haben, wir sind es einfach nicht gewohnt, ne? Dass unsere Pläne durch sowas durchkreuzt werden. Ne? Wollen wir hoffen, Medikamente sind in Entwicklung, dass sie davon profitieren können. Sie stehen an der Front, kann man sagen, weil niemand hat irgendeinen bösen Willen. Wir wissen einfach vieles nicht. Und von daher sind Sie mit eine derer, anhand deren Schicksal gelernt werden kann. Wie kann man da jetzt damit umgehen? Und ganz wichtig, was Sie vorhin angesprochen haben, das gilt generell, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Am besten verstehen die, die in ähnlicher oder gleicher Situation sind. Das ist unbezahlbar. Deswegen sind Selbsthilfegruppen so wunderbar, weil dort können sie eins zu eins sprechen. Alle anderen sind toll mit Mitgefühl und Verständnis und so weiter, aber nicht eins zu eins. Ja. Von daher vertiefen Sie das unbedingt und behalten Sie das bei. Nur damit wir so ein Gefühl bekommen, ist denn an Arbeit ein paar Stunden oder so überhaupt zu denken? Also ich habe 2 Arbeitsversuche gemacht. Der eine war nach 3 Tagen vorbei, weil ich dann wieder durch mein Fieber ausgebremst wurde und alle Symptome sich verschlechtert haben und Also ich habe auch gar nichts verstanden, was ich auf Arbeit da gemacht habe. Ne? Damals hatte ich noch diesen Brain Fog. Also ich habe, muss man sich so vorstellen, dass irgendwie das Gehirn total im Nebel ist und ich sehe, dass jemand den Mund bewegt und irgendwas zu mir sagt, aber es kommt 0 Informationen an. Und das war halt im Krankenhaus als Krankenschwester relativ unpraktisch. Und also ich bin dann meinen Kolleginnen hinterhergelaufen, habe eigentlich nichts gemacht und war danach fertig mit der Welt und der ganze Tag war vorbei und da war ich nur 2 Stunden auf Station. Dann habe ich im Oktober nochmal einen Arbeitsversuch. Der ging dann zum Glück 7 Wochen, das fand ich schon besser. Aber auch da kam ich über eine Belastung von 3 Stunden nicht hinaus. Also ich habe das während der Arbeit, fand ich, relativ gut gemacht. Konnte jetzt auch nicht körperlich so präsent sein, so beim Mobilisieren oder Lagern oder Waschen oder diesen schnellen Krankenschwesternschritt, den man ja kennt, den habe ich komplett verlernt. Also ich hink da eher hinterher, weil ich dann mit meiner Luft nicht mehr klarkomme. Und ich war dann irgendwann, ich bin mit einer der langjährigen KollegInnen auf Station. Ich war dann eher die man Sachen theoretisch gefragt hat und die anderen haben die dann umgesetzt. Aber das ist halt auch nicht mein Verständnis von Arbeit. Ich will auch was machen. Und Sie haben gesagt, es gab ja auch mal Phasen bis vor 5 Tagen, da ging es Ihnen auch mal besser. Was sind die Dinge, die Ihnen dann so raus, die Sie auch raus aus dem Schatten mal ziehen, die irgendwie eine gute Laune machen, wo Sie auch abschalten können? Gibt es da so? Das ist bei mir ganz abhängig von meinem Energielevel. Also dieses Fatigue-Syndrom, diese chronische Erschöpfung, das ist ja das, was mich so massiv ausbremst. Und diese guten Tage, die starten dann meistens, indem ich morgens aufwache und merke, mein Körper fühlt sich leicht an, es ist gerade nichts schwer, mir tut der Kopf nicht weh, ich kann leicht atmen. Und dann stehe ich auf und denke, läuft wieder alles. Also ich hatte jetzt wirklich 8 Tage, die wunderschön waren. Und wo ich gesagt habe, ich habe so viel Energie, ich kann zu allen meinen Therapien gehen. Ich konnte dann noch einkaufen, was ganz lange Zeit wirklich nicht mehr mein Fall war. Dann noch meine Freunde treffen und dann abends um 21 Uhr auf der Couch sitzen und sagen, ich bin nicht müde. Das bin ich, wie ich mich kenne. Und dann habe ich gedacht, gut, nächste Woche gehst du wieder arbeiten, alles schön. Und dann kommt Montagabend alles wieder von unten hochgekrochen, dieses Gefühl von, wie wenn man eine Grippe kriegt und was dann alles ganz schwer macht und dann werden die Bewegungen langsamer, dann wird alles anstrengend, das Denken wird anstrengend, also dann umdrehen im Bett, das ist ein Akt, also da muss man sich vorher 10 Minuten motivieren, um zu sagen, ich drehe mich jetzt, ich drehe mich jetzt und das und der Körper, ich habe das manchmal das Gefühl, die Connection fehlt von Gehirn zur Motorik und das ist irgendwie, weiß ich nicht, lähmend gefangen in eigenem Körper und das ist richtig eklig. Oft werden Krankheiten ja auch zu so einem Impuls, über eigene Prioritäten im Leben nachzudenken, vielleicht andere zu setzen, das Leben mit anderen Augen zu sehen, so wie Ihr Schicksalsschlag ja auch dazu geführt hat, dass Sie irgendwie einen anderen Blick hatten. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind eigentlich im Recherchemodus, weit weg von Akzeptanz oder so. Würden Sie trotzdem sagen, dass Ihr Blick sich verändert hat oder?
Ja, schon. Also ich bin, ich würde mal sagen, achtsamer mit mir selber umgegangen. Also vorher war mein Blick eher so auf mein Umfeld und meine Patienten, meine Freunde, meine Familie und da überall zu schauen, dass es denen gut geht. Und ich habe nicht viel gebraucht, deswegen habe ich mich zurückgestellt. Jetzt brauche ich gerade ganz, ganz viel und jetzt muss dieser Blickwinkel tatsächlich wechseln auf mich selber. Und ich empfinde das immer noch als schwierig. Auch Hilfe anzunehmen, finde ich schwierig. Das hat sehr lange gedauert, bis meine Mama mal kommen durfte und mir helfen konnte in der Wohnung. Mhm. Aber ja, das sind, glaube ich, jetzt so kleine Learnings, die ich so habe mit mal jemanden reinlassen, mal jemanden helfen lassen, auch mal schwach sein dürfen. Also, dass das, glaube ich, auch okay ist für mein Umfeld. Sie haben gesagt, Sie brauchten eine ganze Zeit, um Ihre Familie, die Ängsten in Ihrem Leben an sich ranzulassen und Hilfe sich auch geben zu lassen. Wir bleiben bei dem engsten Familienkreis. Frau Barth, bei Ihnen interessiert uns unter anderem, wie das ist, wenn die eigenen Eltern keinen Kontakt mehr haben wollen. Die Ängsten, die wir ja eigentlich um uns haben. Dazu muss man sagen, Ihre Großeltern waren bei den Zeugen Jehovas, Ihre Eltern waren bei den Zeugen Jehovas, Sie und Ihre beiden Schwestern sind dort auch aufgewachsen. Haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend an diesem Werte- und Weltbild denn jemals gezweifelt, mit dem Sie da aufgewachsen sind? Nee, als Kind habe ich auf gar keinen Fall gezweifelt. Das war mein Weltbild, ich kannte nichts anderes. Und es hat auch sehr, sehr lange gebraucht, bis ich wirklich mal Zweifel zugelassen habe. Also es gibt viele, die sind dann im Teenageralter mit 18, steigen dann irgendwann aus und merken, da stimmt doch irgendwas nicht. Haben dann vielleicht auch viele Kontakte außerhalb, aber bei mir hat es eben... Ja, bis ich offiziell rausgegangen bin, war ich fast 40. Wie war denn das Verhältnis zu Ihren Eltern, zu Ihrer Mutter, zu Ihrem Vater? Wie innig würden Sie das beschreiben? Ich kann das nicht als so ein wirklich inniges, herzliches Verhältnis beschreiben, jetzt aus der heutigen Sicht. Für mich war es aber damals normal. Aber jetzt so mit Problemen, mit emotionalen Dingen, mit dem, was mich wirklich als Kind beschäftigt hat, bin ich nicht zu meinen Eltern gegangen. Sondern? Hat mir nicht so den Halt. Ich habe viel mit mir selber ausgemacht und ich hatte eben diesen Gott Jehova, der mir ja in dieser Gemeinde, in dieser Religion erklärt worden ist, das ist dein bester Freund. Und das war für mich dann wirklich so, der war wie so ein imaginärer Freund, der neben mir am Bett gesessen ist und mit dem ich über alles gesprochen habe. Also auch alles, was mich einfach belastet hat. Und wie haben Sie die Menschen außerhalb der Sekte betrachtet? Was waren das für... Das war schon als Kind ein bisschen ein Zwiespalt, aber grundsätzlich war es so, das waren diejenigen, die Armen, die da draußen sind. Und wir sind innerhalb der Religion, wir sind die Geretteten. Also, und ich müsste eigentlich was tun, um diesen Menschen da draußen zu helfen, dass die das auch erkennen, dass die praktisch aufwachen. Und dass die sehen, dass sie in einer Welt leben, die von Satan und den Dämonen beherrscht ist und dass... ja, dass ich sie praktisch retten muss. Und das hatte ich ja nicht nur als Kind. Das wird einem ja so beigebracht, dass das ganz normal ist. Deswegen geht man dann missionieren, geht von Haus zu Haus und versucht eben, das den Menschen beizubringen, dass sie sonst verloren sind, wenn sie nicht den Schritt machen und zu Gott kommen. Sie haben dann mit 31 Ihren Mann geheiratet, auch ein Zeuge Jehovas. Wäre es überhaupt denkbar gewesen in Ihrem Weltbild und natürlich auch in der Gemeinschaft, dass es auch jemand anders hätte sein können, außerhalb der Gemeinschaft? Nein, war es eigentlich nicht. Ja. Ich war aber trotzdem immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich habe mich dann natürlich auch mal in jemanden verliebt, der kein Zeuge Jehovas war. Und dann waren immer so die Gedanken im Hintergrund, ich muss dem was davon erzählen, damit er schlussendlich dann auch ein Zeuge Jehovas wird. Und wenn das halt nicht geklappt hat, dann war es vorbei. Also es war wichtig, dass ich einen Zeugen Jehovas heirate. Also es hat ja ewig lange gedauert, sagen Sie, oder sehr lange, bis dann Zweifel kamen. Wodurch sind die dann entstanden? Das ist eine gute Frage, weil der ganze Prozess bis zum Ausstieg waren wirklich viele, viele Jahre. Ja. Und es waren oft so Dinge, die, ja, ich war ein paar Jahre, bevor ich ausgestiegen bin, war ich einfach immer erschöpfter. Also ich habe diesen Leistungsanspruch, der ja an dich gestellt wird, wenn man dort drin ist, den habe ich irgendwann nicht mehr wirklich erfüllen können. Und ich habe dann auch ja, diese permanenten Schuldgefühle, die ich immer wieder gehabt habe, dass ich ja, dies und das leisten muss. Aber ich kannte auf der anderen Seite gar nicht. Und es war einfach immer so eine innere Zerrissenheit.
Und dann sind einfach auch viele Dinge innerhalb der Gemeinde gewesen, wo für mich mit einem liebevollen Gott einfach nicht zusammengepasst haben. Aber wir waren ja das auserwählte Volk. Und das war einfach ein Zwiespalt für mich. Und dann, mein Mann, der war damals schon nicht mehr so ganz richtig dabei. Das war eher so ein Grenzgänger. Der hat mich dann auch ab und zu mal so auf ein paar Dinge hingewiesen, die ich in dem Moment dann aber erst mal nicht hören wollte. Weil als Zeuge Jehovas kommt dann so eine Firewall und die sagt dann, Zweifel geht nicht, Zweifel nicht zulassen, auch Kritik nicht zulassen. Und es waren viele, viele Jahre, immer wieder so kleine Dinge, die mich dann... Es gab dann aber im Jahr 2017 einen Moment, als Sie begonnen haben, im Internet zu recherchieren. Ja. Zu recherchieren zu den Zeugen Jehovas. War das erlaubt? War das... Nein. Das war also überhaupt nicht erlaubt? Nein. Und wie war das Gefühl, dann da an diesem Rechner zu sitzen und es trotzdem zu tun? Und ich habe extremes Herzklopfen gehabt, bin davor gesessen und dachte, ich mache was Verbotenes. Also so wie jemand, der geht vielleicht in ein Geschäft und stiehlt irgendwas oder irgendwas, wo man jetzt wirklich bestraft werden könnte dafür in der normalen Gesellschaft. So bin ich vor dem Rechner gesessen und habe gedacht, ich mache was total Verbotenes. Aber ich muss es jetzt tun, weil irgendwas in mir treibt mich einfach dazu. Und dann habe ich 2 Wochen lang durchgelesen. Also ich war mit meinem Mann damals in Italien im Urlaub und er hat eigentlich nicht viel von mir gehabt, weil ich bloß vor diesem Rechner gesessen bin und dann einfach recherchiert habe, was sagen denn andere, was sagen Aussteiger, was gibt es zum Thema Kindesmissbrauch, der vertuscht worden ist in vielen Ländern. Auch so ein Thema, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Und so viele Dinge, was solche Aussteiger erzählt haben, sind eben Dinge gewesen, die ich schon lange in meinen Gedanken gehabt habe und aber nie wirklich zugelassen habe, das wirklich mal durchzudenken. Sind da richtig über eine Schwelle sozusagen rüber. Und wo standen Sie dann nach den 2 Wochen? Ich vergleiche das immer mit dem Film Matrix, wo der Neo, glaube ich, entscheidet, welche Pille soll ich schlucken. Und ich habe die Pille geschluckt, wo ich sehe, wie ist die Wirklichkeit, was ist los. Und ich wusste ab dem Zeitpunkt, ich setze keinen Fuß mehr in irgendeine dieser Gemeinden. Also ich möchte da nicht mehr dazugehören. Was glauben Sie, was gehört dazu, so eine geschlossene Gemeinschaft zu verlassen? Richtig viel Mut. Ja. Also ich weiß nicht, wie stark war das von Angst geprägt? Also jetzt Repressalien, Verstoß der Familie. Also man spielt das wahrscheinlich ja auch gedanklich durch. Welche Folgen hat das? Habe ich in dem Moment nicht wirklich, weil ich habe das, glaube ich, verdrängt. In dem Moment war wichtig, ich sehe da was eigentlich nicht sein dürfte und ich muss das jetzt zulassen, ich muss das anschauen, weil sonst geht es mir nicht gut, mir geht es schon länger nicht mehr gut. Hatte auch gesundheitliche Auswirkungen und ich wusste, ich muss irgendwas tun und zwar für mich. Und das kam dann erst viel, viel später, also mit meiner Familie, ich habe ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass sie so knallhart durchziehen und dann wirklich den Kontakt komplett abbrechen. Sie haben gehofft, das geht schon irgendwie weiter. Ja. Und wie haben Sie dann reagiert? Das war erst ein Jahr später, weil ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht öffentlich gesagt, dass ich da jetzt rausgehen möchte. Mein Mann hat mich davon abgehalten. Er hat gesagt, er hatte die Befürchtung, dass sowas passieren würde, aber ich habe es nicht geglaubt. Und ich musste den Schritt aber für mich dann gehen und es irgendwann öffentlich machen. Sonst wären die auch aus dieser Gemeinde, da ist ja immer so ein näheres Verhältnis, gibt es Gemeindevorsteher, Älteste nennen die sich, die fragen dann immer wieder nach, und warum kommst du nicht mehr und was ist los? Und Ich wollte das einfach nicht mehr. Ich wollte frei sein. Und dann kam ein Brief von meiner Mutter. Die hat das über jemand anderen erfahren. Ich habe es ihr nicht gesagt. Und in dem Brief stand drin, also es war ein sehr schlimmer Brief in dem Moment für mich, per E-Mail. Es war kein persönlicher Brief, es war per E-Mail. Wenn du diese Organisation verlässt, dann werden wir mit dir keinen Kontakt mehr haben. Und haben Sie sie denn dann nochmal getroffen? Ich habe dann versucht, brieflich, telefonisch Kontakt aufzunehmen. Das waren keine guten Gespräche. Es ist mir immer wieder das Gleiche gesagt worden. Dann habe ich Monate später nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen. Dann ist meine Telefonnummer blockiert worden. Und dann bin ich persönlich wieder nach Deutschland. Ich lebe in der Schweiz und bin zu Ihnen nach Deutschland gefahren und habe Sie einfach spontan besucht. Wo waren Sie dann? Wo haben Sie sich getroffen? Ich bin zu Ihnen nach Hause gefahren und habe einfach geklingelt. Und Sie haben die Tür dann aufgemacht und haben Sie auch reingelassen? Wir haben mich reingelassen und es war ein anfangs sehr merkwürdiges Gespräch, weil mir auf ganz kalte Art und Weise eigentlich begegnet worden ist,
mir gesagt worden ist, du kennst die Spielregeln. Wenn du rausgehst, dann gibt es eben keinen Kontakt. Und das war dann, ich bin dann sehr emotional geworden. Und da war immer nur so eine Barriere, so eine Kälte, die mich einfach total erschüttert hat. Und bin dann aufgestanden und zur Tür gegangen, habe gesagt, ich wollte mit euch Frieden schließen. Ich wollte, dass wir wieder zueinander finden, aber es ist anscheinend nicht möglich. Und als ich dann aufgestanden bin, sind meine Eltern mir hinterhergelaufen. Und dann haben wir plötzlich alle drei zum Weinen angefangen. Es ist was aufgebrochen. Das war sehr emotional. Und als ich dann gegangen bin, habe ich gewusst, sie werden sich danach trotzdem nicht melden. Und es kam auch nie mehr irgendwas. Also es gab da nicht die Hoffnung, dass da mit den Tränen auch irgendwie was in Gang gesetzt wird? Doch, ich hatte die Hoffnung damals noch. Ja. Aber nachdem ich dann meine Telefonnummer immer noch blockiert war, nachdem ich Briefe geschrieben habe, nie was zurückkam, nie eine Nachfrage, auch wo die Pandemie dann angefangen hat, wie geht's dir? Ich lebe ja in einem anderen Land und irgendwas zu wissen von mir, das hat mich dann immer mehr dazu gebracht zu glauben, es interessiert sie einfach nicht, sie wollen nicht. Und im letzten Jahr bekam sie dann plötzlich eine Nachricht, was die Situation ihrer Mutter betrifft. Ja, ich hatte Monate vorher hatte ich so das Gefühl langsam, ich habe wieder ein normales Leben, ich kann das aus meinem Alltag rauslassen. Mhm. Es trifft mich nicht mehr so emotional. Also ich hatte das Gefühl, ich habe abgeschlossen für den Moment. Und dann kam die Nachricht, dass meine Mutter gestorben ist. Was mich sehr schockiert hat, also ich habe dann einen Anruf von meiner Schwester bekommen tatsächlich, auch wieder sehr kalt. Du hast das Recht zu erfahren, dass deine Mutter gestorben ist, deswegen rufen wir dich jetzt an. Und dann ist dann nach 2, 3 weiteren Sätzen ist der Telefonhörer aufgehängt worden. Und ich habe dann auch nicht erfahren, ob jetzt eine Beerdigung stattfindet. Angesichts von Corona wusste ich ja gar nicht, ob überhaupt was in der Zeit stattfinden kann oder nicht. Aber ja, ich habe einfach nichts erfahren. Und auch mein Vater hat sich nicht bei mir gemeldet. Und ich dachte mir, meine Mutter ist gestorben. Dann meldet sich doch normalerweise der Vater wenigstens bei dir mal kurz oder vielleicht eine E-Mail, 2, 3 Sätze oder so. Und es kam nichts. Und ich habe 6 Wochen lang, glaube ich, habe ich jede Nacht mein Handy angelassen, habe gedacht, vielleicht ruft er nachts an oder habe im E-Mail in meinen Spam-Ordner nachgeschaut. Vielleicht hat er mir eine E-Mail geschrieben und jetzt ist einfach ja im Spam-Ordner gelandet. Und das war einfach so ein permanenter Schwebezustand von Hoffen und Hoffen und Hoffen. Und schwierig. Wenn Sie das hören, ich meine, für uns ist die Familie oder für viele von uns so der engste Rahmen, den wir haben, ne? Es ist wahnsinnig. Ja. Wahnsinnig. Es oder? Ist wahnsinnig, dass Menschen um eines Denkgebäudes willen das Wichtigste vernachlässigen, was wir haben im Leben. Und das sind unsere engsten Beziehungen. Das ist wahnsinnig. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man sehen an Ihrem Beispiel, die Aufklärung ist unbesiegbar. Das gilt auch für ganze Länder, die ja ihren Bürgern ein X für ein U vormachen. Aber letzten Endes und momentan der Glaube, es gibt da ein System, eine Systemauseinandersetzung auf dieser Erde. Und was ist, wenn autoritäre und diktatorische Regime diese Auseinandersetzung gewinnen? Ich habe diese Sorge nicht. Die Aufklärung ist unbesiegbar. Menschen fragen danach, was ist Wahrheit? Mhm. Und recherchieren und gehen den Dingen nach. Und die Wahrheit kommt zum Vorschein. Und besser, wir haben ein System, das das zur Grundlage nimmt. Eine freie Gesellschaft, die Menschen nichts vormacht. Und weil Sie das sagen mit freier Gesellschaft, Religionsfreiheit zum Beispiel auch, es wird immer nie die andere Seite gesehen. Wenn Religionsfreiheit da ist, dann besteht die auch darin, dass ich wählen darf, ich will keine Religion haben oder ich möchte mich von einer Religion trennen, ohne dass mir was passiert. Und das ist in dem Fall einfach nicht der Fall. Also ich bin ja kein Einzelfall. Das und auf der persönlichen Ebene, ich meine, Sie wissen auch, was es heißt, sich nicht verabschieden zu können. Ja. Ja. Wenn Sie das hören, Sie hatten auch nicht die Gelegenheit. Aber vielleicht kann man Ihre Eltern ein bisschen in Schutz nehmen, dass die schon so geschädigt sind, entschuldigen Sie, wenn ich so, also Sekten geschädigt sind, dass sie ihnen gar nicht wehtun wollen. Vielleicht könnte es auch sein, dass sie einfach gar nicht mehr anders können. Haben Sie den Eindruck, Ihr Vater leidet vielleicht auch unter der Situation? Er leidet auch, ja. Ja, glaube ich auch.
Und Ihre Mutter hat möglicherweise so darunter gelitten. Mhm. In welchem Alter ist sie gestorben? Sie war 65. Es war ein plötzlicher Tod. Mhm. Wie, gebrochenes Herz. Wie trauern Sie jetzt? Welchen Weg haben Sie gefunden? Also mein Mann ist mir eine extreme Hilfe. Das ist eigentlich auch mein bester Freund, mit dem ich auch sehr viel drüber spreche. Mhm. Mir hat aber auch, weil Sie das, ich glaube, Sie haben das vorher erwähnt, mit Selbsthilfegruppen. Ich war viele Jahre auch allein wegen dem Thema, wegen dem Ausstieg in einer Selbsthilfegruppe. Mhm. Auch von Aussteiger der Zeugen Jehovas, was mir extrem geholfen hat, weil es eben Menschen sind, die genau das Gleiche erlebt haben. Und mir hilft die Natur, meine Tiere. Mhm. Ich habe neue Freunde, weil meine ganzen alten Freundschaften sind ja dadurch auch weggefallen. Mhm. Und habe Menschen jetzt eigentlich in meinem Leben, die mich so nehmen, wie ich bin. Ohne, dass ich irgendwas darstellen muss oder sein muss, was ich eigentlich nicht bin. Es gibt ja auch diesen Satz, die Zeit heilt alle Wunden. Ist das ein frommer Wunsch oder ist da was dran? Das ist ein frommer Wunsch. Und bei harmlosen Wunden gilt das ganz sicherlich auch. Ja. Aber bei tiefsitzenden Wunden nicht. Und möchte schon sagen, ja, das ist Leben. Und das ist dann unsere Geschichte. Und es ist besser, das zu integrieren und zu akzeptieren. Aber ich weiß zugleich, wie grausam schwer das ist. Es ist eine Wunde und es bleibt eine Wunde. Und vielleicht können wir am besten damit leben, wenn wir anerkennen, das ist eine Wunde. Und das hilft uns dann auch am besten, vielleicht, wenn nicht abzuschließen, aber dann doch damit zu leben? Ja, genau. Das zu akzeptieren und zu integrieren in unser Ich. Ich bin der, dem das widerfahren ist. Die langen Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank an Sie alle. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann geht es um ein Thema, das alle Generationen betrifft. Erneut Pillen, Drinks und Drogen, der tägliche Kick. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.